Hallo meine Freunde! Сегодня я расскажу вам 6 немецких выражений, сленговых, которые использует абсолютно вся молодежь и большая часть взрослых. Мы с вами узнаем, как эти слова переводятся и посмотрим, в каких контекстах немцы используют эти выражения. На немецкий язык очень сильно влияет английский, поэтому большинство заимствований и модных словечек приходит сейчас из английского языка и адаптируется под немецкий. И первое слово из этого списка – chillen, sich erholen, расслабляться, отдыхать. Это слово пришло из английского языка и адаптировалось под немецкий. Давайте посмотрим, как его используют немцы. Leonie verzieht sich gleich in ihr Zimmer. Erstmal chillen. Susanne Müller macht sich ein bisschen Sorgen um ihre Tochter. Ein Tag wie heute wäre ein Tag zum Ausspannen, zum Chillen, zum Entspannen, zum Wiederholen, zum Nachdenken, zum sich freuen. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach der Arbeit nach Hause in die eigene Wohnung zu kommen, oder? Erstmal auf die Couch stellen, ohne dass deine Eltern oder Geschwister stören? Geil! Das sagt jeder Jugendliche in Deutschland. Das heißt toll, super, prima. Aber eigentlich bedeutet das sexuell erregt. Also sehen wir, wie die Deutschen das benutzen. Geil, da mache ich mit. Eine Brücke, das ist mein Traum als Bauingenieurin. Und es geht natürlich da auch ein Stück weit darum, dass man eine gewisse Begeisterung für die Sache überträgt, dass man halt den Leuten mitteilt, dass das wirklich cool ist, was wir machen, weil ich finde es ja auch wirklich geil. Also ich teile das ja auch gerne mit, weil ich es faszinierend finde, was wir machen, weil ich es wirklich spannend finde und das halt entsprechend auch gerne erzähle. Aber es ist auch so geil, wenn du so lookst, ne? Du guckst runter und so, wir sind fertig. Итак, это слово обозначает что-то типа офигенный. Но исходное значение – это возбужденный, похотливый, страстный. То есть вот такое вот. Но оно трансформировалось в современном немецком. И сейчас я могу сказать, что «Ha, ich möchte geile Ferien haben. Oh, mein neues Handy ist geil. Und mein Kater ist auch geil». Bock haben. Bock. Das ist eigentlich ein Tier, aber in dieser Bedeutung Bock haben, das bedeutet Lust haben, etwas zu machen. Zum Beispiel, ich habe Bock für ein neues Video. Sehen Sie Beispiele. Ich muss die Präsenz einfach, ich muss das sehen, dass die richtig Bock haben, vor Leuten zu performen. Und ich habe selber auch schon sehr viel gespielt, ich kann nur sagen, es ist sackschwer, es ist sackschwer, aber es macht auch nochmal richtig viel Bock. Aber dazu gleich mehr, jetzt erstmal unsere. Wir suchen MINT-Menschen, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Was für ein herrlicher Bereich. MINT-Menschen, die Bock haben, sich hands-on zu engagieren und aktiv zu werden. Итак, Bock haben, это обозначает иметь настроение что-либо сделать. Это выражение нейтральное, разговорное, оно не оскорбительное. Вы его совершенно спокойно можете использовать в повседневной речи. О, heilige Scheiße! Das ist nicht ganz korrekt, ja? Sie verstehen das. Heilig, das heißt sehr gut. Und Scheiße, das ist etwas Schlechtes. Aber die Deutschen sagen diese Wörter ziemlich oft. Das ist grob. Das darf man nicht in Öffentlichkeit sagen, zum Beispiel beim Einreisen in ein Hotel oder auf der Arbeit. Also das ist verboten, aber zwischen Freunden, warum nicht? Sehen Sie Beispiele. Und ich war gestern Abend schon in der Vorpremiere des Films. Und heilige Scheiße, war das ein geiler Film. In einem Interview sagt Fletcher, ich hatte einen heilige Scheiße-Moment und dachte, oh mein Gott, sie ist weg. Das macht die Vielfalt des Ökosystems dieses Planeten wieder ein Stück weit instabiler. Ja, Gott, wie knapp das war! Heilige Scheiße! Итак, heilige Scheiße – это достаточно грубое выражение, потому что Scheiße мы знаем, что обозначает, да? Heilig – это святой. Получается микс из двух противоположных понятий. Самое мягкое, как можно перевести это на русский, это «твою же мать». Но, в принципе, аналоги, они чисто матерные, поэтому я здесь
Не буду их произносить для того, чтобы не получить блок. Hammergeil! Das sagt jeder Jugendliche in Deutschland. Das heißt sehr, sehr, sehr cool, gut, einfach super. Sehen Sie Beispiele. Bisschen, und woher kommst du von vorher? Halb Amerikanerin und andere halb? Ach krass, ich wusste gar nicht, dass bei dieser Mischung Türkisch rauskommt. Hammergeil. Überragend, Leute. Sieht einfach aus wie eine Meltem. Überragend. Hammergeil. Hammergeil, hammergeil. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, schön, dass ihr da seid. Oh, endlich findet mal wieder was statt, Alter. Ich habe 11 Kilo zugenommen, depressiv, und schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das ermöglicht. Ich bin seit 6 Jahren Comedian und das ist wahrscheinlich der sinnvollste Auftritt, den ich jemals hatte. Wahnsinn. Rahmen der 17 Ziele, hammergeil. Ich freue mich, hier zu sein. Итак, hammergeil. Если переводить через словарь, он вам скажет что-нибудь типа... Это так здорово, это восхитительно, но я бы это перевела как... Топчик, офигенчик, зашибись. Krass. Das heißt toll, wunderschön. Das ist kein Literaturdeutsch. Das ist, was die Leute im Leben benutzen. Sehen Sie Beispiele. Ach krass. Das mit der Ummeldung hat schon funktioniert. Also die heutige Hip-Hop-Szene und die Arten von Genre oder Musikstyles oder was auch immer. Es gibt alles, so krass. Ne? Es gibt alles mittlerweile. Ja. Und das ist geil. Bis so ein UV-Filter dann auf den Markt kommt, können auch mal 10 Jahre vergehen. Das ist schon ziemlich krass, was da gemacht wird. Obwohl UV-Filter so wichtig und vor allem nützlich für uns sind. Итак, krass – это что-то типа русского «класс» или «круто», «прикольно». Пишите в комментариях, какие еще выражения вы слышали и не понимаете их значения. Я включу их в следующую подборку. Спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк за старание и поиск видеоматериалов на немецком языке. Это заняло реально очень много времени. И подписывайтесь на канал для того, чтобы смотреть следующие выпуски. Всем пока! Tschüss!